Gegner spielt einfach Level 13 Mega-Ritter. 19 Mega-Ritter haben wir getroffen. In 30 oder ungefähr 30 Spielen. Und wir haben kein einziges verloren. Mit diesem Deck 19 Mal ungeschlagen gegen Mega-Ritter. Du kannst mich im Shop mit meinem Creator-Code unterstützen. Trag dafür ganz unten Code YOUJONAS ein. Vielen Dank. Hey Leute, nachdem wir auf dem Pay-to-Win-Account die 6000 Trophäen erreicht haben, wollen wir heute endlich auf dem Free-to-Play-Account die 5000 Trophäen, also die höchste Arena, erreichen. Aktuell sehen wir noch in Arena 12, haben keinen Cent ausgegeben bei ungefähr 4000 Trophäen und wollen 1000 Trophäen heute nach oben auf die 5000. Wird also sehr spannend werden. Danke für jeden Support, wird ein langer Push und langes Video werden. Also auch ein bisschen aufwendiger, deswegen lasst gerne ein Abo da, lasst gerne Supporter und euch viel Spaß. Mal schauen, ob wir es schaffen werden. Wir legen direkt eigentlich los. Wir haben einiges vor heute, wir müssen noch echt gut vorankommen. 700 Trophäen, das ist unser Deck aktuell. Ich hoffe, wir können noch einiges verbessern. Den Pass haben wir, oh, den Pass können wir noch einiges holen. Also Kronen werden sau wichtig heute. Auf Stufe 30 haben wir auch die Kings Chest. Oh, bitte kriegen wir die. Let's go. Bitte kriegen wir die Kings Chest heute. Da müssen wir halt sau viele 3 Kronen holen für. Dark Prince, mach deinen Job bitte, Dark Prince! Das sind direkt, Alter. Ich hoffe, das geht klar jetzt. Also wenn er gut schießt, wenn er jetzt keinen Zap hat, dann müsste es eigentlich... Oh mein Gott. Okay, es sollte gut werden direkt, das erste Game. Lol. WTF, was soll das denn? Wie geil für uns. Jetzt will nur eine Hexe nach. Ich wusste, dass er Mega-Ritter spielt. Die spielen alle Mega-Ritter. Auf der Trophäenhöhe. Warum? Dass der Turm nicht gefallen ist, ist ja so ein Witz, Alter. Wie kann der Turm nach so einer Aktion nicht gefallen sein? Wie? Ich kann es nicht glauben. Also wirklich. Ist er dran? Nee, der ist nicht dran. Also ich kann wirklich nicht glauben, wie der das verteidigen konnte, nachdem er so eine Aktion gebracht hat. So, wieder. Gleicher Play wie gerade eben. Müssen immer ein bisschen blocken dieses Mal, weil ansonsten haben wir den ganzen Turm. Genau, danke, Riese. Okay, bringen wir noch die Hexe ran, dass der Minipacker vielleicht noch ein bisschen geärgert wird. Klar, wir natürlich diesen unfassbar dreckigen, aber wir bringen schon mal eine Skarmie ran. Aber die Skarmie wird vielleicht zumindest ein bisschen pressern, dachte ich mir. Sonst haben wir gleich wieder den nächsten Dark Prince und können direkt den nächsten Sparky am besten noch wieder setzen. Aber das ist ja wirklich so hässlich, ey. Gut, dass wir den Sparky gezogen haben, ey. Sonst hätten wir ja richtige Probleme. Also Ziel ist es heute auf jeden Fall auf die 5000 Trophäen in Clash Royale zu kommen. Wir sind aktuell bei 4000. Also es sollte eigentlich sehr gut machbar sein. Ich würde sagen, hier gibt es auch direkt mal einen Feuerball drauf, dass hier direkt die E-Buffs weg sind. Wunderschön. Und er geht auf den Sparky auch immer wieder sehr guten Value, muss ich sagen. Es gab mir... Ja, egal. Weil, ja, dir gepasst. Und Kronen holen. Ganz wichtig. Jede Krone zählt natürlich, weil wir kriegen ja am Ende... Wir wollen ja den Pass eigentlich schaffen. Das wäre ganz, ganz wichtig noch. Vielleicht noch irgendwie den zweiten Turm kriegen könnten. Nee, wir verlieren eh nicht, egal. 4300 ist der Start heute. Ziel sind die 5k. Das kann übel geil werden, wenn der Spark jetzt auch noch beschützt wird. Oh mein Gott. Junge, WTF. Wie oft hat er denn noch geschossen? Wie geil. Überlebt er noch oder... Kacke, jetzt habe ich noch einen Darkman davor geschoben. Mist. Ich versuche mal zu kiten. Hoffentlich klappt das. Lass mich raten, es klappt nicht. Lockpredict war auf jeden Fall ein guter Versuch, aber wir haben es einigermaßen noch blockiert bekommen. Ich bringe es tatsächlich ausnahmsweise mal einen Sparky an die Brücke. Das könnte es gut werden. Die kam zu spät, die kam zu spät. Ein Hit. Jawohl, der ist tot. Oh mein Gott, der Sparky trifft, glaube ich, den Turm. Oh mein Gott, der Turm ist weg. Okay, jetzt ist sehr gut für uns aus. So, jetzt Giant Kite auf die andere Lane und es klappt wunderbar. Und ich sehe ein fettes Problem. Das haben wir gewonnen. Das haben wir jetzt 100% gewonnen. Das ist genial. Lock reicht nicht aus. Außer noch irgendwas, aber ich glaube nicht. Level 13 Mega-Ritter. Oh mein Gott, Alter. Ich versuche noch die Skarmie reinzuschieben und hoffentlich wird die Musketiere damit genommen. Aber das ist jetzt nicht sein Ernst. Wie soll ich denn den Level 13 Mega-Ritter überhaupt aufhalten? Gegner spielt einfach Level 13 Mega-Ritter. Ich weiß nicht ganz, was ich von dem Match... Aber vielleicht... Also der Gegner ist zumindest lost und bringt seine Mega-Ritter so. Da, wir haben zumindest einen Level 10 Sparky, der hilft uns ein bisschen, aber ihr seht es nicht. Ja, der Sparky braucht so 4 Schüsse dafür. Das ist halt schon sehr, sehr hässlich. Oh je. Das ist den nächsten. Passt auf, wenn er jetzt ihn reinklatscht. Er hat nicht jetzt gewonnen. Wir gewonnen. Ja, also an sich hast du recht, ja, wir haben einen Konter, aber wenn er 3 Level höher ist, ist es kein Konter mehr, sage ich euch, wie es ist, leider. Problem ist, wir können es eigentlich schlecht, ich würde auch gerne auch versuchen, auch auf 3 Kronen oder so zu gehen, aber es geht eigentlich jetzt nicht wirklich, weil er wird halt einen Megaritter reinklatschen bestimmt gleich, ne. Er macht es aber irgendwie nicht, wofür hat er denn den Level 13 Megaritter? Wir schaffen leider nicht mehr ganz einen Turm zu holen, das wäre schön gewesen. Für die 3 Kronen. Oh, sorry. Für die 3 Kronen, aber ja. Versuche ein bisschen laueren Kite zu machen. Ich hab's verkackt, was? Ah, ich glaube, der ist schon gesprungen und dann war es zu spät, weil er sich da nicht mehr umentscheidet. Aber ich muss ehrlich sein, es geht tatsächlich sogar einigermaßen in Ordnung. Wir müssen ja eh ein bisschen offensiver spielen, also genau, da zappen wir mich jetzt direkt. Zack. Boah, der Zap war so clean. Ich kriege noch einen Dark Prince dazu. Ah, der Sparky wird nicht protected, aber ist ja nicht schlimm. Zack. Turm ist weg, sehr gut. Sparky Level 10 ist auch echt eine Wucht, ne? Ich hatte übrigens auch 12er schon mehrere, 2-3 gemacht in Brawl Stars. 4600 Trophäen, übel geil. Ja gut, ganz einfach, machen wir das Druck mit der Skarmie an der Brücke, ne? Und dann bringen wir hier einen Dark Prince. Anders geht's dann wohl nicht. Hoffentlich geht es klar. Der Dark Prince muss es normalerweise schaffen. Junge, Dark Prince Level 11 ist halt auch echt wichtig, ne? Ja, da ist natürlich dann wieder schwierig, gegen mich jetzt zu spielen. Da wird man jetzt auch... Ich bin mit Riese halt auch ich bin mit Riese sicherer. So rum. Ich bin mit Riese halt auch sicherer einfach. Das darf man halt auch nicht vergessen.
Da sollte ich, glaube ich, auch nicht so aggressiv spielen. Wir gehen mal rein, machen Druck und ich hoffe, dass er... Jawoll! Und die können auch die Dings killen, die Bats. Das war jetzt wieder sehr, sehr gut für uns. Der geht zumindest noch zurück, aber ich glaube, wir haben trotzdem jetzt keine Chance, das noch zu verteidigen. Nee. Da müssen wir aber trotzdem nur eine Hexe setzen, leider, ne? Okay, Hexe rein. Das war nicht optimal gespielt. Auf jeden Fall. Es wird ein hartes Game werden. Ich will eigentlich nicht verlieren. Wir hätten bisher alles gewonnen. Aber wir können es noch holen. Ich weiß es. Da sehe ich mich auf jeden Fall in dem Sparky-Value. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, wir holen es wirklich noch. Und nach der Aktion bin ich wieder confident. Wir brauchen einen Charge. Jawohl. Das Gold war auch unnötig. Egal. Nee, war nicht unnötig. War gut. Und noch alles rausgeholt. Ja, Mist. Ist aber... Er bringt noch einiges rein. Ist gut für uns. Also, ich wollte gerade sagen, wenn noch ein Megalter reinkommt, brauche ich mir noch schnell einen Sparky. Das sollte klagen. Schnell. Loggen wir schnell. Ah, egal. Passt. Sehr, sehr gut. Ja, unsere Verteidigung ist schon eine Wucht, muss man ehrlich sagen. So, dann versuchen wir es mal, würde ich sagen, mit dem Log-Predict jetzt. Na, Minipack hat auch noch, ne? Hätte natürlich jetzt ein krasser Log-Predict werden können, aber ist fein. Ich wollte gerade sagen, Spark jetzt wieder hinten eigentlich, weil er nicht bestimmt reingehen wird. Genau so ist es. Einfach ein bisschen chippen, wisst ihr? Jetzt gar nicht übertreiben, so. Und jetzt ein gutes Log, wenn es passt. Ich will mich beschützen, sonst ist es zu spät. So, passt. Skami rein. Ich würde noch gerne den anderen Turm holen, auf jeden Fall. Wir kriegen ja sowieso den Turm, wenn wir ihn besiegen. Wir kriegen sowieso sehr viel Turm, weil wir ja Dings kriegen am Ende. Wegen Kron-K.O. Geil. Wir bleiben ungeschlagen auf dem Weg zu den 5000. Megaritter, wir zählen die Megaritter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, was? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nein, oder? 18 Megaritter, 19 Megaritter haben wir getroffen. In 30 oder ungefähr 30 Spielen. Also mehr als die Hälfte. Also jetzt verstehe ich, warum auch alle den Megaritter so hassen auf der Trophäenhöhe. Das ist ja der Wahnsinn. Also ich kann euch nur dieses Spiel, nur dieses Deck empfehlen. Wir haben von ungefähr 30 Matches, haben wir 19 gegen Megaritter und wir haben kein einziges verloren. Mit diesem Deck 19 Mal ungeschlagen gegen Megaritter. Erstmal ein bisschen defensiver reinstarten hier auf jeden Fall. Ich will nicht dasselbe vorhin falsch machen. Das sieht nach ganz normalem Lockbait aus. Jawohl. Komm, lauf rein. Ah, kacke. Hätte ich hier länger warten sollen. Egal. Hier macht halt brutal Schaden, ne? Wow. Also auch Level 10. Sehr gut. Hätte nicht aufhalten können. Ja, ein bisschen wird. Aber Vedaritan, halt den Arm? Ja. Sehr. Das ist halt das Schöne bei der Vedaritan. Seht euch das an. Der Ritter stirbt einfach komplett. Sehr, sehr wichtig. Okay, sieht gut aus. Das war nämlich jetzt ziemlich teuer gewesen für uns. Ein guter negativer Elixier-Trade. Aber geht. Okay, wir kriegen uns einen Charge raus. Aber die Vedaritan war auch wieder sehr aggressiv. Hätte ich mich gar nicht machen sollen. Das kann er gerne machen. Das ist teuer. Holt was extra ein bisschen nach hinten. Hext aus Polik wegen der Prinzess. Schön. Okay, okay, jetzt bitte nicht stuck sein. Mach mal direkt Druck. Dummes Timing, AJ. Jetzt ein Tesla gesetzt hat. Ah, Mist. Das war ein guter Tesla. Für ihn muss ich ihn lassen. Normalerweise wird Feuerball ausreichen, aber das ist halt. Ja, schwierig. Ich hasse es einfach. So teuer halt auch, ne? 6 Elixier allein ist. Aber gut, die Hexe überlebt. Macht noch vielleicht ein bisschen Druck, aber. Wir haben Schaden, vom Schaden haben wir jetzt sogar schon ausgeglichen. Gut, dass wir Widderer drin haben, ey. Das ist echt wichtig. Bring das Skami direkt drauf. Nice, ist der letzte Hit auf den Ballon immer richtig wichtig. Damit müssen wir mich nicht mehr deffen. Nein! Ich bin so dumm. Oh, das hat so weh getan. Schmerz. Au. Bitte retten defensiv direkt. Oh je, oh je. Aua, aua, aua. Ja, das hat ja richtig weh getan. Da kann man nicht hinschauen. Nein, es trägt auch die Widderer drin. Das ist jetzt auch wirklich bitter. Ein Dartbeam weggedrängt. Das wird ja noch ewig viel Value rausholen. Seht ihr das an, ist jetzt echt bitter gelaufen. Oh, es ist bitter gelaufen. Wir müssen einen halben Turm wegholen. Ich hasse es. Das ist ja so dumm gelaufen, Alter. Ich fasse es nicht. Kein gutes Lock. Haben wir verloren? Ich glaube nicht. Nee, aber das ist voll teuer. Doch, haben wir verloren. Ich kann nichts machen. War jetzt aber auch nicht schlecht gespielt, aber ne, was soll ich sagen? Überlevelt halt auch. Wir da direkt am besten frühzeitig rein, dass sie die ganzen Bats killen können. Er spielt einen Packer, okay, aber ist in Ordnung. Der Sparky wird wahrscheinlich jeden Packer killen, oder? Junge, Sparky broken. Zack! Nein! Schade! Das wäre halt wertvoll gewesen. Aber schaut euch die Goblins hinten an. Schön. Ach komm, ist nicht dein Ernst jetzt. Wir müssen direkt schnell Feuerballen, dass wir noch die Pyro so schnell es geht ausschalten. Wird einen Hit geben. Ist halt lächerlich, aber ist halt so.
Die letzten zwei Siege. Wenn wir jetzt gewinnen, dann krass. Sehr gutes Timing. Gut, aber eigentlich sind wir so gut gegen Dings, das sollten wir eigentlich jetzt schaffen. Wir hätten vielleicht lieber einen Troll-Fass machen sollen, aber ist zu spät. Wichtig ist voll, dass wir uns wieder dran aufheben gegen Loon. Schnell, 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 schnell. Ja. Halt ihn an, den Loon. Jeder hat seine Defensive so eine Wucht, einfach, das ist geil. Ah, bringt nichts, oder? Kacke. Gar nichts gebracht. Er war am Turm, der Sparky war am Turm. Let's go. Und eine Kanone gewastet, perfekt. Sehr gut, es ist eigentlich Zeit für... Ne, wir laufen auf die andere Seite sogar, stimmt. Beiden Seiten Druck besser, ja, wusste ich doch. Vorher war Kollege, der hat einen Virus nicht gehabt. Ist auch egal. Egal, irgendwas treffen. Yes, richtig. Na schön. Komm, noch einen zweiten Turm. Der geht noch. Ne, egal. Yes! Ein Sieg für die 5000 Trophäen. Free to play. Entscheidendes Spiel, auf geht's. Es ist wieder gegen Megaretter, das ist so episch einfach, das kann nicht sein. Wir setzen jetzt hier keinen Sparky ein, sondern... Doch, er geht zurück, setzt mir doch noch einen Sparky ein, ich nehm's zurück. Hoffentlich carryt ihr uns auch genau gescheit. Wenn er jetzt natürlich einen Zap hat, wird's natürlich hässlich. Kann ich nichts machen. Hat keinen Zap, sehr gut. Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Okay, jetzt natürlich die Frage. Bringen wir den Koboldfass? Ja, oder? Ein bisschen nach hinten einfach. Nochmal relativ viel Elixier ausgeben, wir gehen das wegen direkt in die Brücke rein, würde ich sagen. Oh, was? Ist wieder so? Okay, da habe ich unterschätzt. Oh. Da hat er mehr Elixier gehabt, als ich dachte. Kacke. Oh nein, das kann sogar los gegen Megatrets werden, wegen meinem dummen Dark Prince. Der war überhaupt nicht gut. Der war ja gar nicht gut. Genau, dann halt. Ja! Reset. Wunderschön. Gut getimt, der Feuerball. Mit Charge auch abgehalten damit. Ja, doppelt Elixierphase, aber trotzdem werden Schaden machen. Ja, Warlock, viel zu spät, gut für uns. Ey, wir haben kein einziges Mal gegen Megatrets verloren. Ich will jetzt auch nicht das letzte Game abgeben. Das wird mich ärgern. Ah, ich hab nicht hingeschaut. Ist das jetzt mein Ernst? Was hab ich da denn gemacht? Oh mein Gott, wie dumm. Wir haben eine Widerreiter-Defensive, wenn er reingehen sollte. Gegen seine Widerreiter. Das klappt ja. Lorg ist draußen, wir können reingehen. Ich glaube, es war's für ihn. Was will er jetzt machen? Megatrets auf den Sparky muss er eigentlich? Yes, und damit erreichen wir ungeschlagen gegen Megatrets zumindest. Die 5000 Trophäen. Wir werden fast ungeschlagen von 4 auf 5000. Nur zweimal verloren am Ende. Noch ganz am Ende. Nachdem wir 30 Games in Folge geholt haben. Dieses Deck ist insane. Spielst du mit Riese, aber mit Widerreiterin, wenn ihr die besser gelevelt habt. Und mit Zap statt Lorg vielleicht. Je nachdem, das wäre besser nochmal. Welcome to Leagues, willkommen in den Ligen. Sehr geil. Und damit, Leute, vielen, vielen Dank. Das war das Free-to-Play vs. Pay-to-Win-Projekt. 5000 Free-to-Play erreicht in weniger als 2 Wochen. Ich glaube, in 10 Tagen. Und auf dem Pay-to-Win in 7, 8 Tagen von 0 auf 6.000 sogar. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, auch keine Tipps, keine Projekte, lasst natürlich gerne ein Abo da. Schaut auch gerne im Abspann vorbei für weitere Videos und haut rein. Ciao.